Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Wir bauen hier mal ein bisschen weiter. Als letztes haben wir hier diesen Freefall Tower gebaut. Da ist allerdings auch noch nicht so viel los. Da gucken wir einfach mal, wie das so angenommen wird. Die anderen Fahrgeschäfte, glaube ich, wenn ich mir hier so die Bahn hier angucke, hier oben ist auch noch relativ wenig los. Aber die sind ja auch noch relativ neu. Aber hier geht schon ganz schön ab. Die ist anscheinend schon wieder kaputt, weil die Leute hier rauslaufen. Mal gerade gucken. Viele Gäste haben Durst. Ja, dann würde ich doch sagen, wir bauen mal noch ein paar, ein paar Getränkestände. So, was haben wir denn hier? Infostand, Getränkestand. Da haben wir einen, glaube ich. Oder? Aber wir können ja hier noch neben das Klo einsetzen. So, wir zoomen mal wieder ein bisschen rein, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Gucken, ob wir den hier noch hinkriegen, aber ich glaube nicht. Doch, das passt sogar noch. Sehr cool. So, und dann schätze ich mal, dass wir hier auch noch ein bisschen was hinbauen müssen. Die Leute, die hier hinten rumlatschen, die haben ja auch Durst. Da können wir dann sowieso noch ein paar andere Stände auch hinpacken. Und auch wieder Kameras und Klos und den ganzen Krempel. So. Ich war auch mal. Ganz kleinen Moment mal gerade. Wir bauen hier hinten auch nochmal so Stände hier entlang. Ich war auch mal kurz im Workshop. Allerdings ist das hier ein bisschen schlecht zu sehen. Deswegen habe ich das Ganze im Offline gemacht, also ohne euch praktisch. Und habe mir mal ein paar Sachen angeguckt. Da werden wir aber heute noch nichts machen. Ich muss mir erst nochmal die Namen raussuchen von den Leuten, die Sachen gebaut haben, weil ich möchte ungern hier irgendwas platzieren, ohne zu erwähnen, wer sich da so eine Mühe gegeben hat. Deswegen würde ich gerne damit noch ein bisschen warten. So, wir brauchen auch hier hinten, glaube ich, noch ein Klo, wenn mich nicht alles täuscht, aber das ist ein bisschen groß, das müssen wir vielleicht auf die andere Seite setzen. Wir drehen das Ganze mal hier in der Karte und setzen das hier so in den Knick, würde ich sagen. Ein bisschen rum. So. Da müssen wir jetzt auch wieder einen Weg reinzimmern. Und dafür nehmen wir wieder hier diesen Sandsteinweg. Jetzt sehe ich natürlich wirklich viel. So, einmal. Und zweimal. Jetzt müssen wir hier noch so ein Zwischenstück einsetzen, weil sonst da diese... Warten das jetzt? Nee, so nicht. Ah, jetzt ist frei schon? Ja. Oder? Ist doof. Ja, ist frei. Alles klar. Sehr schön. Mal gucken, da gehen schon die ersten rein. Die werden ja wohl nicht zusammen aufs Klo gehen. Na, na, na. Was passiert denn da?
Was passiert denn da? Komm, wir gehen mal gucken. Arsch. Ja, wie, die gehen da rein und kommen da wieder raus? Zäh. Oh gut, das könnten auch locker zwei Frauen sein. Der Kerl hier mit der Hippie-Frisur. Oh meine Güte. Gut. So, dann hoffe ich mal, dass das mit den Getränkeständen jetzt durch ist. Moment mal gerade. Jack Clayton, Techniker, hat gekündigt. Eine Verkäuferin hat gekündigt. Was ist denn hier schon wieder los? Und noch eine Verkäuferin hat gekündigt. Just a Momento 3. Bitte wieder aufmachen mit einer neuen. Hier das gleiche Spiel in grün. Das ist Monsieur Fritz 4. Achso, das ist eh nur der eine Laden. So, gut. Und dann müssen wir einen neuen Techniker einstellen. Den setzen wir gerade mal hier hin. So, und wenn wir hier schon gerade dabei sind, können wir auch mal gerade was gucken. Weil man kann nämlich jetzt sich hier zum Beispiel hier die Mutti rauspicken und kann gucken, wie zufrieden die ist. Coaster King Nummer 1. Wow. Der Eintritt für den Park ist kostenlos. Was? Jetzt kostenlos. Moment mal. Wieso ist denn der kostenlos? Tatsache. Kostenlos geht ja schon mal gar nicht. Wir machen mal 20 und fürs Kind 10, würde ich sagen. So. Also hör mal, kostenlosen Park, wo gibt's denn sowas? Gut. Wir haben schon wieder zwei neue Nachrichten. Diebstahl wurde gemeldet und im Park liegt viel Müll herum. Ich sorge dafür, dass es genügend Mülltonnen gibt. Ja, das hatte ich jetzt aber eigentlich. Noch mehr Mülltonnen bauen. Gut, hier oben könnten wir noch ein paar bauen. Szenerie. Die Mülltonnen waren hier dabei. Da ist sie. Können wir hier noch ein paar hinsetzen. Hier in die Ausgänge. Eingänge vielleicht auch nochmal. Da haben wir eigentlich Mülltonnen. Gut, hier haben wir. Doch, da haben wir auch welche. Hier sind noch keine. Ich setze hier nochmal welche hin. So. In der Hoffnung, dass das jetzt langt. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Wir zimmern jetzt hier mal Gebäude, Läden. Ist bei den Läden, ist das mit dabei? Doppelter Piratenschiffbruch im Bestand. Nein. Großer Piratenumgang. Gibt es denn auch klein, weil. Großen haben wir ja vorne schon. Hier. Piraten. Der ist aber pupsig. Hier haben wir noch einen großen. So, das Problem ist jetzt nur, dass der Weg da wieder im Weg ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir müssen erstmal hier ein Stück Weg abreißen. So, dann setzen wir den Pirateneingang hier hin. Wo war er jetzt? Da. So. Und dann verbinden wir wieder noch die Wege. Einmal hier rum.
Und einmal hier rum. Und dasselbe Spiel. Von der anderen Seite. So. Und schon haben wir so einen, ja, so einen kleinen Übergang in ein neues Parkgelände. Da können wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht hier mit den Gebäuden. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Achso, nee, das war das Neue, das wollte ich noch nicht zeigen. Train Station. Ah ja, das war auch eins von den neuen Gebäuden. Schade, sag ich mal. Da müssen wir jetzt hier erstmal gucken. Das ist Western. Wir machen jetzt mal hier so ein Läden im Piratendesign. Oh, shit. Viel zu groß, viel zu groß. Einmal bitte. So. Das klappt noch nicht so wirklich. Dann drehen die mal so, dass wir vielleicht von hier, dass wir hier schon mal so wie so einen Abschluss haben. So einen kleinen. So, jetzt müssen wir auch hier wieder Wege bauen. Können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht einen anderen Weg nehmen. Hier so ein. So, wie funktioniert denn das jetzt hier? Warte mal, ich mach mal erstmal lang. Kann ich das so machen? Kann ich mich mal abreißen? Egal. Funktioniert das so? So, geht der mir denn jetzt mit der Kamera so weit rüber? So, und wenn ich jetzt hier, dann passe ich aber an den anderen Eingang nicht mehr, glaube ich. Oder? Ja, das ist jetzt ein bisschen bescheuert. Und wie ist es so rum? Wenn ich das so mache. Und. Ne, du sollst den gerade ziehen, bitte. Dann einfach hier von der Seite und von der Seite. Ja, so geht's. Kann ich auch hier in der Mitte das aufmachen? Naja, das geht anscheinend nicht. Gut. Und dann müssen wir noch den Weg hier nach unten zimmern. Zip. So. Prima. Und auf die andere Seite gucken wir mal, was wir da so haben. Dass wir hier wenigstens schon mal so ein bisschen. Ah ja, genau, die Toilettenhütte. Das ist doch prima. Ich glaube, ist das die von beiden Seiten zugänglich ist? Ich glaube ja, die ist nämlich kacke. Ja, genau die ist es. Möb. Dann müssen wir das anders machen. Die stellen wir hier an die Seite. Mal hier rum am besten. Ich finde so rum eigentlich am schönsten. So. Dann nehmen wir uns wieder einen Weg. Können wir den ein bisschen kürzer machen wieder. So halt, ich muss erst wieder die Steine auswählen. Wieso macht er das jetzt nicht? Ah doch, macht er. Ich muss es nur gleich nochmal abändern. So, einmal, zweimal.
Sehr schön. Was? Mike, Hausmeister ist unzufrieden. Personal ansehen. Arbeitslast niedrig. Dann bilden wir doch mal fort. Dann sind wir wahrscheinlich wieder ein bisschen glücklicher. So, wo... bisschen was abzuschotten. Das sind die Eingänge, Western-Eingang, Märchendesign, Läden im Piratendesign, das war das Ding aber, was wir da... Ne, das ist doch wieder was anderes, oder? Das ist der gleiche wie da drüben? Ja, ist es. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Läden im Science-Fiction-Design. Märchen, Märchen, Märchen. Märchen, 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 Märchen. Piratenfestungsburgerladen. Piratenhafen, Souvenir, alles aber klein. So, was haben wir denn hier? Ist auch nochmal so ein Futterstand. Den können wir vielleicht auch nochmal hier so hinsetzen. Drehen den mal hier so ein bisschen raus. So. Und dann... Oh, der sieht aber schön aus. Ziehen wir hier mal noch, warte mal, die Breite ist okay, die Länge können wir wieder ein bisschen länger machen. Erstmal hier so einen Weg nach vorne. Und dann würde ich sagen, wie machen wir das am besten? Ziehen wir das halt da dran oder hier dran? Ne, das ist ja der Kloweg. Ach, wir können es so machen. So geht es. Dann können wir nämlich hier nochmal den Weg so ein bisschen weiterführen. Das lasse ich jetzt aber auch erstmal offen. So. Können wir uns hier die Geschäfte mal angucken. Ja, ein Stück zu niedrig. Ja, ins Klo müssen wir uns auch nicht unbedingt angucken, glaube ich. Aber hier die Läden, die würden mich schon mal interessieren. Herrgott im Himmel. Ich glaube, ich muss mal meine Maus einstellen. Die ist viel zu sensibel eingestellt. Schön gemacht, auf jeden Fall. So, drehen wir mal kurz unsere Kamera. Ich will mal gerade hier so und ein Stückchen weg. Ja, das sieht doch ganz, ganz hübsch aus. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ich mir jetzt das hier so mal auf der Karte angucke, könnten wir rein theoretisch hier nochmal... dann Fahrgeschäfte hinbauen. Vielleicht auch erst noch mal ein kleines. Nervenkitzel 1. So ein bisschen luschi. Der Roktopus. Was haben wir denn hier noch? The Cube. Oh. Das sieht toll aus. Was ist das? Okay. Thank you.
drehe das ganze Ding mal. Ich will erst mal gucken, wie das aussieht. Da ist die Kasse, das heißt, wir machen das Ganze mal so. Und setzen den Eingang nach hier. Den Ausgang nach da. Zap. Und den Eingang platzieren wir hier wieder in unserer altbewährten Schlangenform. Sogar noch ein bisschen mehr rausgehen. Tja, da geht sogar noch eine Biegung. Trifft sich ja prima. Dann können wir nämlich Ein- und Ausgang nebeneinander legen. Das ist auch mal vielleicht gar nicht verkehrt. So. Dann schalten wir das Ding mal ein. Hier verirren sich leider im Moment noch nicht allzu viele Leute hin. Ist ein bisschen schade. Das heißt, wir machen mal eine Testfahrt und steigen mal ein. Bin ich mal gespannt, was das Ding hier von sich gibt. Okay, ich habe jetzt schon genug. Ja. Alter Schwede. Ja genau, und jetzt drehen wir uns auch noch im Kreis. Ich gucke mir das ganze Ding mal von außen an. Okay. Witzig. Also wieder mal so ein Fahrgeschäft, wo ich glaube ich nicht mitfahren würde im echten Leben. Uah. Okay, wir machen es auf, dass die Leute dran Spaß haben können. So, und dann gucken wir auch nochmal, würde ich sagen, nach einer neuen Achterbahn. The High Seas, das passt doch prima zu dem Motto hier. Warte mal, die könnten wir rein theoretisch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, wieso? Ach so, weil die wieder. Ich gerade mal ein bisschen hochsetzen, glaube ich. Ja, so. Ein Stückchen kann sie aber wieder runter, oder? Aber nicht so weit. So. Witzig wäre auch, wenn ich das jetzt so machen würde. Ich drehe die mal noch ein Stück. Gucken, ob das funktioniert. Das wäre geil. Könnte ich den Weg da durchlaufen lassen. Das wäre, glaube ich, auch witzig. Durch die Achterbahn durch. So. Dann suchen wir wieder mal ran. Hep. Setzen den Eingang, würde ich sagen, hier nach rechts. Oh, prima. Der ist auf der anderen Seite. Scheiße. Das ist natürlich jetzt äußerst Humbug. Vor allen Dingen, weil diese Dinger hier so eng stehen. Das heißt, ich müsste den Weg rein theoretisch. Nee. Das machen wir nicht. Wir drehen die.
Ja, aber ich muss ja so oder so. Hey, wie haben die sich denn das bitte vorgestellt? Das ist ja eher unlustig. Irgendwie muss ich doch dann hier mit dem Weg durch die Gitter kommen, oder? Wie soll denn das funktionieren, bitte? Warte mal, wir platzieren mal den Eingang hier außen. Ich kann ihn auch wirklich nur hier vorne hinsetzen. Und den Ausgang. Ja, wenn ich den hier hinsetze, kann ich ja nicht mal einen Weg da lang bauen, oder? Kann ich durch diese Gitter durch? Das sieht man gerade mal aus. Das interessiert mich jetzt, das weiß ich nämlich wirklich selbst nicht. Doch, das... Hä? Und wo laufen die dann? Ah, dann nehmen die dann einfach diese Pfosten weg. Ja, okay, das ist okay. Dann können wir ja hier direkt den Ausgang dran machen, so. Und dann funktioniert das ja auch mit dem Eingang wunderbar. Dann können wir hier auch die... Warte mal, da muss ich mal ein bisschen näher ran. Gehen erstmal komplett nach unten. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Wir können ja hier die Warteschlange mal schön an den Schienen langführen. Schon auch witzig. So. So, und ich glaube, dann haben wir auch die Gäste genug gequält. So, und ihr wisst genau, was jetzt kommt. Die Probefahrt. Viel Spaß. Das war eigentlich immer das Angenehmste bei der Achterbahn, der Weg nach oben, weil du genau wusstest, okay, jetzt geht's Gekreische gleich los. Nämlich genau am Scheitelpunkt. Jetzt und tschüss. Hui. Och, die ist aber gut. Oh, die ist schön. Ich glaube, die würde ich nicht auffahren. So eine schöne Holzachterbahn. Da können wir mal gucken, ob wir die vielleicht auch dann ein bisschen stylen in der nächsten Folge. Dass wir so ein bisschen was drumrum basteln. Ja, die ist schön. Die ist toll. Dass wir hier so ein bisschen mehr Flair, mehr Ambiente reinkriegen. Das wäre toll. So, nee, ich mag nicht noch eine Runde. Danke, langt. Wir machen sie auf. Ja. Und somit werden wir wieder zwei Fahrgeschäfte reicher hier in unserem Park. Mehrere Verkäufer haben gekündigt, die Läden haben geschlossen. Bitte was? Ich glaube, es brennt, echt. Mach die Kiste hier wieder auf. Wo waren das jetzt? Was bist denn du? Ach, Hausmeister, okay.
Verkäuferin, hier müssen wir hin. Einmal auf, bitte. So, du machst auch wieder auf. Dankeschön. Du machst auch wieder auf. Techniker hat gekündigt. Ist das auch, ist das alt oder neu? Das sind alles neue Nachrichten. Upsala. Ja, super. Wieso kündigen die denn hier alle? Sind die bescheuert? Besseren Arbeitsplatz kriegen sie nie wieder. Hole Baumschulenvolk. So. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt noch einen Techniker und einen Hausmeister. So, die zwei setzen wir noch. Beziehungsweise wir nehmen mal zwei Techniker. Wir haben ja jetzt schon wieder zwei Fahrgeschäfte mehr. Und einen Hausmeister. Hält einen Parkblitz sauber. Aber ich glaube, wir haben ja die letzte Nachricht war ja irgendwie, dass die unterlastet sind oder so. Aber wir können... Ah, ich weiß noch was. Wir setzen noch so einen animatösen Fritzel hier ein. Der hier die Leute in Piratenstimmung bringen kann. So. Und dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Und gucken uns das Ganze mal von Weitem an. Und ich würde sagen, wir haben schon ganz schön was geschafft. Sieht doch schon mal ganz schick aus. So. Das gefällt mir gut. Ja. Und mit diesem Bild möchte ich mich von euch für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und tschö mit Ö.